Gut, wie der Dämmstoff ausgeschnitten wird, habt ihr jetzt gesehen, ne? Also am Lüftungsrohr. Ne? Jetzt haben wir die Supraplex verlegt. Der nächste Schritt wäre Güven. Natürlich die Nass-in-Nass-Verklebung von der Variokeim Supraplex SKS. Das heißt Selbstklebestreifen. Egal, ob da jetzt Dreck, Schrott oder sonst was drauf liegt oder man schon ein paar Mal drüber gelaufen ist. Wir haben halt nachher tatsächlich zwei rote Abziehliner, sodass man auch nie wirklich einen vergisst. Also man kriegt immer sehr schnell mit, ob man einen vergessen hat oder nicht. Das heißt, ich packe tatsächlich jetzt hier einen an, hier den zweiten, klappe hier schon mal runter und habe jetzt, dadurch, dass ich die beiden tatsächlich immer stetig abziehe und mit der Hand drüber gehe, immer tatsächlich eine saubere Nass-in-Nass-Verklebung, die ich nachher dann auch genauso anrakeln kann. Und habe tatsächlich aber auch die Gewährleistung, dass ich dann faltenfrei bin. Das ist nämlich die ganz große Kunst tatsächlich, weil das ist ja jetzt eine luftdichte Schicht. Ich muss möglichst faltenfrei das Ding verlegen. Ja, dazu noch ein Tipp. Da könnt ihr wirklich auch die Bahn so etwas spannen. Weil genau. Der Güven hat es ja gezeigt, ne? Lass er mal. Und dann kann man nämlich wirklich das schön mit der Hand nachgehen und fertig abziehen und so. Das heißt tatsächlich, lasst euch da die paar Sekunden Zeit und dann passt es auch. Am besten auch, wie gesagt, wie der Peter mit seinem gelben Rakel dann auch schön sauber andrücken, weil jetzt habe ich auch trotz Dämmstoff hier... Was der Güven jetzt hat, das gelbe Rakel? Das Orakel, nein. Ja. Also ich kann hier wirklich schön sauber andrücken und habe tatsächlich dann auch wirklich keine Luftbläschen drin, sondern das Maximale an Klebefläche rausgeholt. Weil auch das System ist natürlich innerhalb der 50-Jahre-Garantie bei uns aus dem Vario-System. Ja, und das haben wir jetzt ja, wie gesagt, auch schon ergänzt um das neue Produkt, und zwar unser Vario Multitape Plus. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, tatsächlich auch so Vertikalstöße tatsächlich jetzt auch nochmal zu verkleben. Und das haben wir jetzt hier schon mal angefangen, aber ich musste das ja tatsächlich ja noch anheben. Also man sieht, hier ist jetzt die Verklebung fertig. Hier unten haben wir schon angesetzt und ich ziehe das jetzt tatsächlich, das ist das Gute, wir haben nicht eine Sofortklebekraft, sondern wir haben ja das Anwachsen. Ich kann hier tatsächlich nochmal korrigieren. Danke dir. So, Luftbläschen rausdrücken. So, und damit habe ich jetzt mit einem UV-beständigen Klebeband das Ganze auch wirklich gesichert und hier kommt auch nichts mehr rein. Genau, Vorteil, Klebeband innen und außen. Genau. Nächster Schritt wäre, wir kommen hier mit unserer Supraplex nach unten. Vorteil ist, wir können das jetzt einfach auf das neue Glasrock X von Rigids drauf machen. X, speziell Holzrahmenbau. Geile Sache. Genau, was ist so besonders dran an dem Glasrock? Das ist tatsächlich eine Gipsplatte, wenn man so möchte, aber die ist durch und durch hydrophobiert. Das heißt, egal an welcher Stelle ich was eingeschnitten habe oder sonst was, da perlt das Wasser tatsächlich auch immer ab. Es wurde früher eigentlich immer nur in Schwimmbädern verwendet, wo man wirklich wusste, da ist ständig Wasser an. Aber dann hat man tatsächlich auch mal Tests draußen gemacht und hat festgestellt, im Holzrahmenbau außen zum Beispiel als Beplankung, als Putzträgerplatte oder wenn ich eine vorgängige Lüfter oder Fassade machen möchte oder wie auch immer, auch ein WDVS draufzukleben, kann ich tatsächlich im Holzrahmenbau wunderbar mit der Platte arbeiten. Und die ist auch frei bewitterbar, also regenvolle Kanne drauf. Natürlich entsprechend. 3 Monate frei bewitterbar. Genau. Bei Befestigung, die kann geschraubt oder geklammert werden, aber da kann man in einer anderen Sendung speziell drauf, was da speziell genommen werden muss. Also ich kann da nicht irgendwie eine Spackschraube nehmen. Ne? Nein. Sind schon spezielle. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel unsere Gold-Feingewindeschraube hier nehmen müssen, dass die tatsächlich dann passen. Wenn ich geklammert hätte, dann tatsächlich. Gibt es verschiedene Versionen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt tatsächlich in der glücklichen Lage. Wir simulieren jetzt den Holzrahmenbau. Wir haben die Glasrock X. Wir kommen oben mit einer Supraplex von oben an. Und jetzt würden wir ja normalerweise sagen, okay, hier musst du jetzt primern. Hier musst du erstmal anschließen. Genau. So, das ist immer das Allererste. So, auf saugfähige Untergründe musst du eigentlich... Tatsächlich immer primern oder Vorgründe. Oder den Untergrund regulieren, die Saugkraft regulieren. Hier benötigen wir das nicht. Genau, weil wir nutzen jetzt hier was ganz Neues, was heißt auch neu im Rahmen bei unserem Programm, das heißt unser Vario Bond 100. Und das Vario Bond 100 ist tatsächlich ein Klebeband für Innen und Außen. Das heißt, wir können hier tatsächlich mit einem Klebeband, das Schlagregen geprüft ist und zugelassen ist, nach der DIN 41008 Teil 11 tatsächlich jetzt einen luftdichten Anschluss von einer Bahn auf ein Mauerwerk bringen, das dann nachträglich überputzt wird. Das heißt, auch auf dem Klebeband selber klebt sozusagen mein Putz. Und der Vorteil ist natürlich, wir haben hier ein Produkt mit 2 Linern. Das heißt, man kann die tatsächlich getrennt abziehen, auf gut Deutsch schön vorbereiten, ausrichten, ankleben, ohne vorher zu grundieren, weil es ja nachher tatsächlich überputzt wird. Also dazu eine geniale Sache. Schneiden wir aber erstmal ein, da können wir direkt
am Sparren entlang bis nach oben einschneiden. Genau. Wir zeigen ja sonst eigentlich immer den T-Schnitt, aber dadurch, dass wir jetzt hier tatsächlich ja das Ganze entsprechend leichter jetzt mit dem Variobund handeln können, wollen wir euch jetzt einfach mal zeigen, was man da machen kann. Ja. Bevor wir das aber machen, muss ich tatsächlich noch mal eine Arbeit dazu tun. Oder möchtest du vorher kleben, Peter? Ne, wir kleben das an und dann ziehen wir das runter, weil Güven hat es schon angedeutet. Der Hintergrund ist praktisch, ich kann eine Platte nicht so genau schneiden vom Sparren her, damit es dann reinpasst. Das muss ja wie so kammmäßig ausgeschnitten werden. Der Hintergrund ist, ich darf das auch nicht zu eng machen, weil mein Sparren, ihr wisst selber, ne, irgendwie ziehen sie sich weg auf die Seite oder so. Ne? Deswegen muss mit Luft gearbeitet werden. Genau. Holz, warum? Holz arbeitet, ich muss es in Rechnung tragen. Ja, und dann muss man ja dazu sagen, von der Luft her habe ich keine Luft, ja? Würde irgendwie der Balken drücken wollen oder so. Ne? Also dann gibt es vielleicht Risse oder so. Ein wenig Platz, aber es ist ja umso besser, dass wir auch dann dementsprechend Masse, hier in diesem Fall unser Double Fit Plus, einfügen, zeigen wir gleich. Und es ist ja flexibel. Also das heißt, wenn irgendwas passieren soll, macht die Masse ja diese Bewegung mit. Genau, wir haben ja ein Produkt, das tatsächlich über die nächsten 50 Jahre dauerelastisch bleibt und nicht aushärtet oder so, schlagrang geprüft ist und entsprechend dann tatsächlich auch in dieser Anwendung zugelassen. Das heißt, wir schaffen hier einen dauerhaft elastischen Anschluss von Holz an diese Platte und sind damit dann natürlich in dem Zuge dann auch mit der Luftdichtheit gleich mit einhergehend fertig. Genau, aber ganz wichtig, die Platte wird ja überputzt, bitte kein normales Klebeband nehmen. Genau, das ist zu glatt, da hält der Putz nicht, sondern tatsächlich, da brauche ich das überputzbare. Da kannst du Abrisse geben und. Genau. Dann zeigen wir das gerade mal. Ups. Also Peter hat jetzt ein Stück vorgeschnitten, nicht, dass er meint, das gibt es nur in der Länge. Ja, weil der Kühe nämlich die Rolle, wo man zeigen wollte. Verkauft hat schon. So. Ja, genau. Während der Peter verklebt, kann ich auch noch vielleicht zwei, drei Sätze zu Glasrock X sagen. Also die Platte kann ich tatsächlich zum Beispiel auch nehmen, wenn ich Balkonunterseiten habe, die nicht mehr schön sind und ich will da jetzt vielleicht Einbauleuchten reinmachen oder mir gefällt die Optik nicht, dann kann ich tatsächlich auch die Glasrock X entsprechend in der Rahmenkonstruktion auch an die Unterseiten von Balkon verwenden oder auch von Dachüberständen. Also wenn ich jetzt eine schöne, glatte, durchgehende Fläche haben möchte, in irgendeiner Farbe gestrichen oder so, kann ich tatsächlich auch hier für den Dachüberstand von unten zu bekleiden oder den ganzen Balkenwerk zu verkleiden, tatsächlich auch die Glasrock X nehmen. Also das ist wirklich jetzt ein toller Problemlöser, der tatsächlich hier auch dann das eine oder andere an neuen Optionen bietet. Genau. Was ich euch hier sagen möchte, die 3 cm, wenn ihr die anklebt, drückt die auch bitte gleich fest. Warum? Ich kann, wenn das richtig festgedrückt ist, wirklich die Bahn schön nach unten ziehen, kann mir dann Druck drauf geben und verklebe faltenfrei mein Variobond. Zack. So, und dann kann ich wieder komplett mit der Rake andrücken. Und habe da optimale Verklebung. Ich denke, besser geht's fast gar nicht. Nö, also das ist schon eine richtig geile Kiste. Also wie gesagt, auch in der Kombination mit Glasrock X, weil man dann auch zum Beispiel bei den Stößen hier nicht mehr spachteln muss, sondern tatsächlich nur satt stößt und gut ist und dann tatsächlich auch mit dem entsprechenden Systemklebeband bei Rigips dann tatsächlich die Stöße verklebt. So, jetzt kommen wir aber unserem flexiblen Anschluss, Peter. Genau, was mir zwar im Herzl wehtut, ne, mein schönes Modell zu verkleben, aber um euch das dann wirklich zu zeigen. Ja, wir können es ja exemplarisch mal hier machen. Hier ja, und ja, genau. Also Originalspitze ist ja mittlerweile auch so angespitzt. Wie so ein Y, genau. Ja, wie ein Dach, sage ich immer, schön angespitzt. Ne? Ist ja speziell für eine Raupe zu legen. Und die, wo schon länger dabei sind, kennen das ja. Aber hier bitte zum Altbewährten übergehen, schräg anschneiden. Warum genau schräg anschneiden? Weil wir hier jetzt natürlich Material reinbringen müssen. Also ich brauche das Material nicht oben, sondern tatsächlich jetzt hier in diesem flexiblen Anschluss. Genau, den und wenn ich jetzt praktisch so drücke, drückt die Spitze das Material in die Platte, also in die Fuge ein. Und ich, vor allem, ich trage nicht sehr viel auf, weil das wird man ja vielleicht unter dem Putz dann tatsächlich auch sehen. Das heißt, schräg ansetzen. Wichtig ist eigentlich tatsächlich jedes Sparrenfeld einmal rings umlaufen. Also nicht bloß hier runter, rüberrum, sondern auch hier oben, weil ich muss ja die Dampfbremse hier oben, unsere SKS, auch luftdicht anschließen. Das heißt, ich muss eigentlich hier einmal rings umgehen. Ich fange jetzt einfach mal exemplarisch an der Stelle an. Und da auch nicht zu schnell fahren, fahrt schön langsam und genau
dass es dann wirklich in die Fuge eingedrückt wird. Genau, immer wenn so, ich sag mal, solche Würstchen und so Wellen schlägt, wie bei so einer Schweißnaht bei einem Auto, dann kommt tatsächlich auch genug Material tatsächlich auch in die Masse rein, in die Fuge rein. Wie gesagt, ich habe hier jetzt praktisch die Kombination von zwei Produkten, die tatsächlich in dem Holzrahmenbau perfekt sind. So, also gut, exemplarisch haben wir es jetzt unten gemacht, damit wir Peters Modells nicht einsauen. Aber man kann es hier richtig schön von oben sehen, dass hier wirklich die Masse da ist und ich jetzt hier tatsächlich dann entsprechend kann einmal ringsum hier laufen würde. Schön zeigen, ich kann dann dementsprechend hier die Masse, muss ja Abdrücke geben, hier unten einlegen und dementsprechend verkleben. Genau. Früher hätten wir tatsächlich hier auf der Oberseite sozusagen der Glasrock X verkleben müssen, also mit Double Fit oder sonst was. Aber dadurch, dass wir jetzt, wie gesagt, unser Vario Bond haben, haben wir eine ganz tolle Variante jetzt natürlich, die Selbstklebebahn hier oben aufzubringen. Also das ist eine richtig geniale Lösung, dass man hier sagt, okay, ich befestige in die Fläche und bin dann viel, viel eleganter unterwegs. Aber wie gesagt, immer einmal ringsum, komplett. Also nicht bloß hier jetzt, so wie wir es gemacht haben, fürs Modell, sondern tatsächlich einmal ringsum. Und dann bin ich auch sicher, dass dieses Holz dann arbeiten kann, ohne dass ich hier tatsächlich Risse generiere. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Vorgabe, die wir bei uns aus dem Haus auf jeden Fall an der Stelle mitgeben. Gut, Peter, wir haben den Stoß gemacht, den Anschluss gemacht, den Einschnitt gezeigt und ich denke, es wird Zeit, die anderen Sachen zu zeigen, oder? Ja, das bedeutet, der nächste Schritt ist ja jetzt, wir müssen uns dementsprechend so eine Art Draufbalken setzen, also ein Anschlagholz, wo die Platten angesetzt werden, unsere Aufsparedämmplatte, Supraplex. Nein, Supra Plus. Supra Plus. Integra AP Supra Plus. Und dementsprechend gehe ich noch mal kurz nach oben, schneide mein, wir müssen noch festlegen, wo unser Lüftungssiegel genau hinkommt. Dann schneide ich oben dementsprechend aus für das Flexrohr und da sehen wir uns gleich wieder. Genau. Dann hole ich schon mal die Platten.